Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Kane. Und als erstes muss ich ein ernstes Thema anschlagen. Und zwar das Anime-Studio Kyoto Animations wurde vor einigen Tagen Opfer eines Brandanschlages durch einen Einzeltäter. Zum Zeitpunkt des Anschlages befanden sich 75 Personen in dem Gebäude. Das ist der Stand der Dinge, den ich jetzt habe. Na, und von diesen 75 Personen sind auch 33 Todesopfer zu beklagen. Und 36 Personen sind dabei verletzt worden, ne? Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Liegt auch mit daran, wie eben die Bürogebäude in Japan geschnitten ist. Die Person, die diesen Anschlag verübt hat, die ist ganz normal durch den Haupteingang ins Voyeur gekommen und hat dort eben brennbare Flüssigkeit verteilt, nach jetzigem Stand der Dinge 20 Liter Benzin, die er an einer Tankstelle, nahegelegenen Tankstelle auch geholt hat, ne? Und hat sie dort eben verteilt und dann auch eben dort angezündet. Das Feuer hat sich dort auch rasend schnell ausgebreitet, weil da die japanischen Bürogebäude etwas anders da aufgebaut sind, als bei uns die meisten aufgebaut sind, sondern es ist eben in der Regel einfach nur ein großer Raum, wo dann eben viele Leute ihre Schreibtische haben und vielleicht mit einer Trennwand noch getrennt ist und nur vielleicht mal einzelne kleine Büros noch an der Seite von etwas höher gestellten Personen sind, ne? Und da das natürlich auch im Erdgeschoss losging, war für oben zweite, dritte Stock und so weiter, die Flucht sogar aussichtslos. Also, wie gesagt, ist ein sehr perfides Verbrechen. Noch perfider wird es, wenn man eben die Beweggründe des Mannes in Erfahrung bringt. Man muss davon wohl ausgehen, dass dieser Mann geistig verwirrt ist. Er steht in keinster Verbindung mit dem Kyoto Animations. Aber er behauptet, hat dies so bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass Kyoto Animations angeblich seinen Roman, wahrscheinlich eine Light Novel, geklaut hätten. Jetzt lässt sich da natürlich viel reininterpretieren, ob er eben irgendwo was geschrieben hat, was einem Anime von Kyoto Animations ähnelt, oder ob er vielleicht auch einfach nur gemeint hat, dass eben einer seiner Lieblings-Light-Novels von Kyoto Animations umgesetzt wurde und nicht zu seiner Zufriedenheit umgesetzt wurde und er dadurch ausgetickt ist. Lässt sich jetzt hier noch immer schlecht sagen, ne, weil wirklich nichts Sinniges bei ihm herauskommt. Jedenfalls ist er aber ins Voyeur gekommen und hat auch direkt gleich geschrien, als er eben das Feuer entzündet hat, sterbt, sterbt. Ne? Also auf alle Fälle schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Wie gesagt, nach dem, was ich höre, scheint er für mich auf alle Fälle ein leicht verwirrter Mann gewesen zu sein, aber die Todesopfer sind nun mal zu beklagen. Was mich auch dann nochmal sehr verärgert hat, ist dann, als ich den Bericht von der Welt zu dem Thema durchgelesen habe. Dies war noch, bevor man eben die Aussage des vermeintlichen Täters hatte, sprich, dass man ihn beklaut hätte. Das ist eine wirklich erstmal noch sehr schwer nachvollziehbare Sache. Ich hoffe, dass da noch mehr Infos rauskommen. Hat die Welt natürlich erstmal natürlich behauptet, dass eben dadurch, dass Kyoto Animation eben Animes produziert, dass eben mit den Animes in Zusammenhang hängt, weil da eben so viele brutale Animes produziert worden sind. Und das ist natürlich ein Bullshit, der einen richtig nochmal verärgert und der einfach auch nichts mit Journalismus zu tun hat. Etwas, was ich auch ganz sicher nicht von der Welt erwarte, das ist unterstes Bildniveau auf gut Deutsch, denn Kyoto Animation ist nicht bekannt für irgendwelche brutalen Animes, sondern für Comedy oder Slice of Life Animes. Das heißt, von ihnen kommt zum Beispiel die Slice of Life Serie Planet, aber auch K-On!, die Comedy-Serie Lucky Star 3, die Sportserie, also wo es ums Schwimmen geht, Tamako Market, das ist auch eine wunderschöne Serie, die in Deutschland nicht gekommen ist, der Film Silent Voice, wo es ja um das taubstumme Mädchen geht, ne, welches in der Schule gehänselt wird, ne, auch eine sehr, sehr bewegende Geschichte, ne. Dann kommt von dort auch die Melancholie der Haruhi Suzumi, eins meiner absoluten Lieblingsanimes, ne. Und auch Love, Shinobu and Another Delicious, was ja auch überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hat. Der Anime Air kommt von dort, ne. Und vielleicht zwei Titel, wo ich vielleicht sagen könnte, im entferntesten Sinne wäre vielleicht Kyokai no Kanata, was
so eine Mischung aus Slice of Life und Dämonen-Story ist, ne, wo es vielleicht mal ein paar Szenen gibt, aber das reicht nicht, um so einen Anschlag hier zu bewerkstelligen. Also für mich ist das natürlich sehr, sehr unverständlich, wie man so einen Mist dann auch noch darüber bringen kann, über so eine Gräueltat, ne, und das dann auch noch so eine Verbindung setzen kann. Also das ist unterste Recherche, die man überhaupt nur betreiben kann, und es ist sehr, sehr traurig eben in meinen Augen. Ne. Es ist natürlich wirklich sehr schlimm, was dort passiert ist. 33 Todesopfer, und ich denke mal, damit wird es das auch wahrscheinlich mit diesem Studio gewesen sein. Keine Ahnung, ob die sich nochmal aufbauen. Ne. Lässt sich natürlich schwer sagen, aber es ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer, und wie gesagt, Kyoto Animes hat uns sehr, sehr viele sehr schöne und sehr bildgewaltige und gefühlsbetonte Anime gebracht, und es tut mir wirklich einfach weh, dass sowas passiert, ne? Und ist wirklich einfach eine unvorstellbare Sache. Trotz allem wollen wir natürlich jetzt hier irgendwie mit Weekly Kane regulär weitermachen, egal wie betroffen mich dieser Anschlag macht. Und zwar findet ja auch gerade die San Diego Comic Con in San Diego statt, darum heißt das ja San Diego Comic Con, ne? Und da flattern hier natürlich bei mir auch so einiges an News rein. Als erstes hätte ich hier eine kleine Liste nur mit Ankündigungen kommender Comic-Serien. Für DC ist angekündigt, dass Brian Azzarello eine neue Birds of Prey Serie starten wird mit Harley Quinn, Black Canary und Huntress in der Hauptrolle. Das heißt, dass eben wieder Batgirl, also sprich Oracle, wieder die Serie scheinbar verlässt. Was ich hierbei wieder etwas bedenklich finde, ist, dass Harley hier wohl die Hauptperson sein soll in der Serie nach jetzigem Stand der Dinge. Vielleicht verschiebt sich das ja noch, ne, oder es verteilt sich noch etwas ordentlicher auf die alle. Das werden wir dann sehen. Dann wurde auch noch angekündigt von DC, dass Joshua Williams, der wohl der aktuelle Flash-Autor ist, jetzt im Herbst eine neue Storyline beginnt mit The Death of a Speed Force. Das könnte natürlich vom Titel her, klingt das schon mal sehr interessant, denn Flash zieht ja seine Kraft aus der Speed Force, soweit ich es verstanden habe, und ist ja nur durch diese so schnell. Ne, und wenn die natürlich, sagen wir mal, abebbt, wird das natürlich interessant. Also mal schauen, was dabei herumkommt. Ich werde es wahrscheinlich nicht lesen, aber durch andere Comic-Tuber kriegt man ja dann doch noch immer einiges mit. Ne? Dann machen wir direkt weiter mit Marvel. Da kenne ich mich mehr aus. Dort gibt es auch einige sehr interessante Ankündigungen. Als erstes wurde jetzt angekündigt, dass es eine Ongoing-Serie zu Mary Jane geben wird mit demselben Titel The Amazing Mary Jane. Ne? Und man will dann mal ihr Leben im Background sozusagen der Superhelden betrachten. Und das könnte bestimmt was werden, aber ob das nun ein Ongoing wert ist, möchte ich doch sehr stark bezweifeln. Das wäre vielleicht eine schöne Mini- oder Maxi-Serie. Ich glaube nicht, dass die sehr lange am Leben bleibt. Also ich hätte sie nicht als Ongoing angesetzt. Ne? Und dann wurde auch angekündigt, dass es eine Dr. Doom Ongoing-Serie geben wird. Da bin ich auch sehr gespannt, wie weit man da vor allem eben die Dr. Doom Iron Man Serie weiter betrachtet. Ich glaube, das hieß Infamous Iron Man in Amerika. Bei uns ist ja Dr. Doom Iron Man. Ne? Wird auch auf alle Fälle nochmal sehr interessant. Dann wurde auch angekündigt ein neues Annihilation Event für Herbst. Da stecke ich leider überhaupt nicht drin in dieser ganzen Annihilation Storyline. Ich habe mir auch nicht die 2 oder 3 Bände, die in der roten Hachette-Fassung dazu erschienen sind, geholt. Da kann ich leider gar nichts sagen. Diese ganzen Space-Events und so, die habe ich halt immer links liegen gelassen, weil mich das jetzt persönlich nicht so interessiert. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wenn man nochmal sowas immer wieder aufgreift und weiterspinnt. Und das letzte wäre eine 6-teilige Miniserie zu Spider-Verse. Natürlich auch wieder mit in der Welle durch den Sony-Film, aber man sieht dort auch auf den Covern schon einige Spider-Mans, die nicht aus dem Film stammen, also scheint das eher sowas Richtung Web-Warriors nochmal zu sein, und die Web-Warriors haben mir auf alle Fälle sehr gut gefallen, und da wünschte ich mir ja persönlich auch nochmal die ein oder andere Fortsetzung, also nehme ich das ganz gerne an. Und dann hat Jeff Lemire eine neue Miniserie zu seinem Black Hammer-Universum angekündigt.
namens Skull Digger und Skeleton Boy, aber auch bei Black Hammer hänge ich nicht so drinne, aber es sind doch mittlerweile, also Black Hammer ist ja mittlerweile doch ein großer Name, weswegen ich es wenigstens doch einmal erwähnen wollte. So viel zu diesen bisherigen für mich ansatzweise interessanten SDCC-Ankündigung. Es gibt noch weitaus mehr, ne? Da empfehle ich euch vielleicht mal bei Bizarro World Blogspot vorbeizuschauen. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Ich versuche mal dran zu denken, es unten eben in die Infobox zu packen, ne? Ja, dann gibt es natürlich auch ein paar News abseits eben neuer Comics. Da ist zum einen Ed Brubaker hat einen ganz umfangreichen TV-Deal mit Legendary Films abgeschlossen, dass eben nun eben seine Comic-Solo-Sachen, also die er selbst veröffentlicht hat, die nicht im Auftrag von Marvel DC waren, jetzt eben über Legendary Films eben sozusagen verfilmt werden, aber eben unter seiner Aufsicht, ne? So wie er dort auch eigene Projekte direkt als TV- oder Filmprojekt umsetzen wird, ne? Weiter mit TV. Die kommende siebte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D., die ja extra sogar noch ein Jahr verschoben wurde, um eben die Auflösung durch Endgame abzuwarten, wird jetzt die letzte Staffel der Serie sein. Das Problem ist, ob man diese Staffel überhaupt noch bringen sollte, möchte ich ganz ehrlich sogar in Zweifel ziehen, weil sie nämlich Endgame komplett widerspricht, denn die Serie setzt ein Jahr nach Infinity War ein und tut sozusagen so, als wäre Endgame schon durchgelaufen gewesen, weil die Macher der Serie nicht gewusst haben, dass da eben diese Zeitdifferenz von wie vielen Jahren waren es, 5 oder nur 3, ich weiß es nicht, da drinne vorkommt und wie das alles aufgelöst wird, ne? Und dementsprechend wollten sie eigentlich nur ein Jahr warten und dann eben einfach ganz normal weiterziehen, als wäre nichts gewesen. Und damit steht es aber im Widerspruch, ne? Und ja, dann habe ich noch eine Kino-News, bei der natürlich die Frage ist, wie lange es dauert, bis dies nun dann doch kommt. Aber Taika Waititi hat nun bestätigt, dass es einen vierten Thor-Film unter seiner Regie geben wird. Und das freut mich doch sehr, weil der dritte hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die anderen beiden finde ich nur so, ne? Aber den fand ich doch richtig spitze, richtig unterhaltsam. Ich hatte richtig Fun dabei. Klar, okay, Thor wird teils ein bisschen zu lächerlich dargestellt, aber im Großen hat er mich wirklich von vorne bis hinten unterhalten, ne? Also dementsprechend freut mich das riesig. Im selben Zug wurde aber auch bekannt, und das könnte eben den Film Thor 4 eben ein bisschen vorlegen, dass die Akira-Realverfilmung, für die ja auch Taika Waititi eben die Regie führen sollte, auf unbestimmte Zeit mal wieder verschoben wurde, weil es mal wieder Meinungsverschiedenheiten über das ganze Ding gibt. Ich bin darum jetzt auch nicht böse, dass eben dieser Film jetzt sozusagen ad acta wiedergelegt wurde. Er ist ja schon seit 20 Jahren in der Mache. Ich will ihn gar nicht haben. Alle US-Verfilmer von irgendwelchen Animes, Realverfilmungen waren alle, die ich geguckt habe, Schrott oder sie interessieren mich nicht. Tut mir leid, ich werde mir nie einen Detektiv Pikachu angucken. Na gut, vielleicht mal auf Sky Go, aber interessiert mich nicht, ne? Sorry, brauche ich nicht, ne? Und gerade bei Akira wollte ich das nicht, wobei ich zwar bei Taika, bei Titi schon mir vorstellen kann, dass er daraus was Gutes macht, aber ich möchte es nicht. Ganz einfach, lasst es bleiben, keine Realverfilmung von irgendwelchen Animes und vor allem nicht, wenn der Mangaka und eben damalige Regisseur des Original-Akira-Films gerade ankündigt, er macht ein neues Anime-Projekt zu Akira starten, was höchstwahrscheinlich nach jetzigem Stand der Dinge eine Serie wird. Da freue ich mich viel mehr darüber, als wenn da irgendeine beschissene Realverfilmung wie Ghost in the Shell daherkommt. Bitte, nein, brauchen wir nicht. Animes gehören nicht real verfilmt, nicht mal von Japanern gehören die real verfilmt, weil auch die fand ich bisher alle, bis auf Saikano, alle extrem schlecht, die ich geschaut habe. Gut, so viele sind es nicht, aber die, die ich geschaut habe, die haben mir gereicht, bis auf Saikano, also She's the Ultimate Weapon. So, wieder mal ein Paket gekommen. Das ist auch, das weiß ich auch schon, weil ich ja den Lieferschein rausgenommen habe, meine Batman Graphic Novel Collection, also Abo-Lieferung. Ich weiß jetzt nicht direkt, was drin ist, weil das steht da nicht drauf. Da steht immer nur Nummer 14 und 15. Ich weiß, ein Band soll natürlich Terminus sein, weil
das ja so in der Vorschau war. Den anderen weiß ich jetzt noch gar nicht, denn ich habe, so wie ich jetzt das Gefühl gerade habe, scheinen wir jetzt mal vor der Auslieferung am Kiosk zu sein, weil sonst werde ich immer von den Leuten so ein bisschen gespoilert, die es am Kiosk kaufen. Aber das lief doch jetzt relativ schnell hintereinander, die letzten drei Lieferungen, wobei man natürlich eben auf die, welche war es denn? Jedenfalls auf die vorvorletzte hat man ja etwas länger gewartet, ne? So, wollen wir mal gucken, was drin ist. So. Drehen wir mal um. So. Wow. Totales Durcheinander. So machen wir es. Aha. So. Wir haben einmal Nacht des Schreckens drinne. Ja, das ist irgendwas Altes, glaube ich. Mal schauen, was steht hier drauf. Nee, ist was gänzlich anderes. US Batman Legends of Dark Knight Halloween Special 1. US Batman Madness, A Legend of the Dark Knight Halloween Special. US Batman Ghost, A Legend of Dark Knight Halloween Spezial. Also sind hier wohl drei Halloween Spezials drin und das Ding wird als Band 5 deklariert. Wie so oft. Also wir haben ja schon ganz viele fünfte Band. Und dann haben wir hier nun auch noch Terminus. Darüber weiß ich jetzt auch nichts wirklich. Auf alle Fälle scheinen hier alle Robins dabei zu sein, wie sich das für mich wie das für mich aussieht. Das ist Band 6. Ich habe auch schon mehrere Band 6. Und hier ist US Batman und Robin 2012, Ausgabe 0, 9 und 14 drinne. Das müsste sich ja dann an den letzten anschließen. Da waren, glaube ich, die Ausgaben 1 bis 8 drinne, ne? Ja, okay. Wir wechseln wieder nee, wir wechseln nicht die Perspektive. Das ist ja gerade Schwachsinn. Nein, ich befreie das von der Folie und dann schauen wir uns das weiter an. Das wollte ich. So, Terminus, mit dem fangen wir an. Also ihn uns anzuschauen und mal gucken, kommt mir Peter Tomasi. Ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, der schließt eben an den Batman Robin Grant Morrison Band an. Habe ich mich jetzt geirrt? Der schließt eben an den anderen Batman und Robin Band an, der eben von New 52 war, wo mir die Übersetzung nicht so gut gefallen hat von Eagle Moss, wo ich ja die alte besser gefunden habe, ne? Mal schauen, wie das hier ist, ob ich den auch so hakelig dann finde, ne? Okay, also kenne ich den dann auch mal wieder schon. Jetzt hatte ich echt gedacht, hier kommt wieder mal etwas, was ich nicht kenne. Aber guck mal hier, sie haben auch die Ausgabe zu Nacht der Eulen hier mit reingenommen. Das ist ja mal nicht schlecht, ne? Bringt mir natürlich jetzt so viel nicht, weil der ist ja nochmal in dem Batman Sonderband zu Nacht der Eulen drinne gewesen. Dementsprechend bringt der mir jetzt hier an der Stelle jetzt mal echt wirklich überhaupt nichts, außer sie bringen eben noch alle anderen Sachen, die eben in dem Band drinne waren, noch mal hier in der Form raus. Und das wird eben nicht passieren, ne? Weil da war ja auch Birds of Prey mit dran beteiligt. Und es waren die Suicide Squad auch dabei. Ich weiß es jetzt nicht ganz. Aber da war ja dann auch noch auf alle Fälle All Star Western dabei. Gut, die Ausgabe wäre jetzt nicht so wichtig, ne? Naja, wir werden mal schauen, ob das jetzt hier von der Übersetzung besser hinhaut, ne? Dann haben wir jetzt hier Wunderland des Schreckens und das wird wahrscheinlich jetzt in der Kamera nicht rüberkommen, aber hier ist es jetzt wirklich schade, dass das jetzt hier so ein Hochglanzcover ist. Hier würde sich jetzt so ein schön mattes, raues Cover schön sein, weil das hier so eine leichte Maserung hat, das Bild, ne? Also doch, man sieht's, ne? Seht ihr das? Das ist so von der Kolorierung her so gemasert, hier die Burg. Und wenn man die jetzt so mit was Raum hervorgehoben hätte, wäre das bestimmt richtig, richtig geil, ne? Gut, mal schauen, was hier so drinne ist. Ich glaube, hiervon kenne ich jetzt nichts. Ich weiß gar nicht, ist das hier überhaupt bei Panini erschienen? Also, mir kommen die Cover bekannt vor. Ich glaube, das ist aber alles bei Carlsen erschienen, oder? Da müssten mir mal wieder die langjährigen Leser mal Bescheid geben. Aber ich glaube, das stammt von Carlsen, oder? Sieht auf alle Fälle sehr cool aus. Also, ne, mir gefällt hier schon mal die ganze Optik, der Stil hier, vor allem Scarecrow, finde ich richtig geil. Schön makaber, ne? So ein bisschen dreckig, bisschen schmuddelig. Bin mal sehr, sehr gespannt, was mich dann hier erwartet. Also, den werde ich natürlich dann wieder etwas zeitnah lesen, so
wenn ich denn dann lesen sollte. Aber ihr erfahrt noch im Video, wieso es vielleicht trotzdem jetzt noch etwas dauern kann, das abzulesen. Ne? Aber egal. Ne? Sieht auf alle Fälle schon mal recht. Oh, das sieht doch makaber aus. Soll das der Pinguin sein? Ich denke mal, ja, der Pinguin. Aber richtig, richtig geil. Das ist ja mal was. Also ich glaube, hier könnte ich Spaß haben. Also die Optik finde ich richtig. Die finde ich richtig schön. Ist das, ich weiß noch nicht, wie er heißt. Jeff Loeb? Loeb? Heißt er so? Ich weiß es nicht. Wer ist es denn? Tim Saley ist der Zeichner. War der das auch bei Das lange Halloween? Weil das hier sieht total nach Das lange Halloween aus hier. Seht ihr das? Das erinnert mich total an Das lange Halloween. Alles jetzt hier hinten. Aber da muss ich mal gegenüber prüfen, ob das jetzt so hinkommt, ne? Und was haben wir als nächstes? Bizarre Gegner. Sagt mir auch gar nicht. Oh, wollen wir mal hoffen, dass das was ist, ne? Also das hier sieht auf jeden Fall schon mal nett aus. Und ich würde halt wirklich sagen, das stammt hier so aus dem Umfeld von Das lange Halloween. Also von der Optik her erinnert mich das auf alle Fälle sehr daran. Ich weiß es aber eben nicht, ne? Wie gesagt, hier Zeichner ist ja jetzt hier Tim Saley. Na gut, keine Ahnung. So. Okay, und dann ist hier jetzt so ein komischer Flyer dabei gewesen. Für was ist das jetzt schon wieder? Entdecken Sie unsere Alien- und Predator-Raumschiffe. Ja, ich hatte mal diese Star-Trek-Raum. Nee, nicht Star Trek. Star Wars Raumschiffe, die waren glaube ich auch von Elon Musk, die haben nicht, waren jetzt nicht wirklich was, ne? Also brauche ich nicht. Und wir haben mehr zu bieten. Hogwarts, Star Wars, Avengers, Star Trek, nochmal Star Trek, Hogwarts, ja. Braucht wieder kein Mensch und darum würde ich sagen, weiter im Video. Kommen wir dann zu dem, was ich in der Woche so gelesen habe und wir fangen wie immer mit meinen digitalen Sachen an. Als erstes hätte ich da gelesen Ghostbusters Crossing Over, das Crossover zwischen allen Ghostbusters, die wir kennen und auch welchen, die wir nicht kennen, war schon mal recht cool. Ist eine achtteilige Miniserie. Ich habe halt den Sammelband gelesen und das haut mit 260 Seiten ein und dadurch habe ich eben die letzten 2 Wochen dran gelesen, warum auch letzte Woche eben kein digitaler Read vorgestellt wurde. Ja, was ist los? Bei Bauarbeiten unter New York wird eine kleine Schatulle gefunden. Ne? Die Bauarbeiter spielen damit rum und es taucht der Geist von Sham Haim auf, mit dem wir es aber eigentlich schon mal bei den IDW Ghostbusters zu tun hat, nämlich in einem Annuell. Aber ich glaube, das Annuell habe ich nicht gelesen, weil nicht alle Annuells sind innerhalb dieser Sammelbände veröffentlicht worden. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt derselbe Sham Haim Geist nochmal ist, aber der Geist von Sham Haim ist auf alle Fälle eine wiederkehrende Figur auch von den Real Ghostbusters. Man hat sich ja mehrfach auch von den Geistern der Real Ghostbusters für die IDW Ghostbusters auch inspirieren lassen. Ne? Hier wird dann sogar noch die Verbindung zu Rumpelstilzchen dann so ein bisschen aufgebaut. Ne? Alles innerhalb der Story. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls ist dieser Geister, die Ghostbusters unterliegen ihm erstmal. Ne? Und müssen sozusagen mit eingekniffenen Schwanz nach Hause kehren, wo Peter sich dann irgendwann mal schlafen legt und plötzlich taucht vor ihm Dana Barrett auf. Also, ihr wisst schon, Sigourney Weaver aus dem ersten und dem zweiten Ghostbusters-Film in seinem Traum und zeigt ihm, dass er und sein Team in der Zukunft vom Geist von Sham Haim und ganz vielen anderen Geistern umzingelt wird und angegriffen wird. Natürlich nimmt der gute Peter, wir kennen ihn mit seinem Ego, das alles nicht für ernst. Es ist ein Traum, was soll's, interessiert ihn nicht weiter. Als dann aber die gute Jenny Moran von außen auch in seinen Traum eindringt, die gute Jenny ist ein Geist, der seit einiger Zeit eben mit in der Feuerwache wohnt und auch so ein bisschen was mit Ray am Laufen hat, ne? Und auch in der letzten Ghostbusters-Serie 101 müsste es gewesen sein, war es 101? Also jedenfalls noch vor dem Crossover mit dem Frauenteam. Dort so ein bisschen junge Ghostbusters mit ausgebildet hat, ne, so als Spooky zum Einfangen. Ne? Jedenfalls dringt die jetzt in den Traum ein und dadurch wird klar, oh, da ist doch etwas dran an dieser Sache. Und gemeinsam erzählen dann eben beide Egan von diesem Traum, um sich darauf vorzubereiten. Für mich ist natürlich jetzt die große Frage, wieso hat ausgerechnet Peter plötzlich solche Träume? Weil bisher war das immer Ray. In der ersten Staffel, sage ich jetzt mal, also in den ersten 4 Bänden, ne, in der ersten Serie,
war es immer Ray, der solche Träume hatte, dem dann immer der Geist, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ich habe die Filme auch nie geguckt, aber der Schauspieler von Ray hat ja damals auch bei Blue Brothers mitgespielt, ne? Und eigentlich sollte davon ja damals noch eine Fortsetzung kommen mit eben diesen beiden, aber der andere Schauspieler ist eben damals verstorben, ne? Und man hat diesen jetzt eben hier als Geist in Form dieses Blue Brothers wieder hineingeschrieben, ne? Der hier immer sehr kumpelhaft mit Ray war und ihm immer viele Informationen über Kommendes gegeben hat, ne? Und jetzt ist plötzlich Peter, der Besuch kriegt, vor allem von Dana Barrett, die ja eigentlich noch lebt. Mit der hatten wir es ja auch schon nochmal zu tun. Fand ich ein bisschen komisch. Zur selben Zeit taucht aber auch Ron Alexander in New York auf, der wiederum eine andere Abteilung der Ghostbusters leitet. Ich glaube, in Philadelphia ist das, ich weiß es nicht. Er arbeitet da mit einer einzelnen anderen Personen zusammen, die mehr drauf hat als er, aber er ist eben der Anführer, ist egal. Jedenfalls taucht der da auch auf, weil sein Protonenpaket mal wieder aufgeladen werden muss, ne? Und dementsprechend muss er sich immer mal wieder in der Hauptfiliale blicken lassen. Und na, es passt natürlich unseren Ghostbusters gar nicht, dass diese Nulpe schon wieder da ist, denn die sind sich alle Spinnefeind, ne? Jo, aber der hängt sich nun auch noch an die Ghostbusters ran, als es dann eben zum großen Showdown mit Shem Hame kommt, der eben, wie in der Vision vorhergesehen, eben auch wirklich eine riesige Armee an Geistern dabei hat. Darunter auch sehr viele, die wir aus dem alten The Real Ghostbusters Opening kennen, was ich natürlich richtig abgefeiert hat. Aber Igan hat sich aufgrund von Peters Vision genau auf diese Situation vorbereitet, ne? Und hat seine Portaluhr dabei, die wir in Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles 2 kennengelernt haben. Ne, weil dort wurde sie ja das erste Mal eingeführt. Und öffnet dann rings um sie herum haufenweise Portale und alle möglichen Ghostbuster-Teams tauchen nun hier auf. Ne. Zusammen schaffen sie es, Shem Hame und die ganze Geister zu besiegen und damit ist die Story zu Ende, könnte man meinen. Nein, wir sind jetzt gerade mal beim Ende des ersten Heftes, denn erst ab jetzt an wird es nämlich interessant. Der gute Ron Alexander, der ja eben seine Abteilung der Ghostbusters führt und Lizenznehmer des Ganzen ist, hat eigentlich laut Vertrag Zugriff auf alles, was Igan und Ray so erschafft, ne? Und er möchte auch diese Portaluhr haben. Natürlich sagt der gute Igan, nein, das hat ja nichts mit Ghostbusting zu tun. Du brauchst das nicht zum Geisterjagen. Das ist außen vor. Du kriegst das nicht dazu. Aber der gute Ron Alexander hat sich wiederum mit Holtzman angefreundet. Ihr wisst schon von dem Frauenteam, ne? Und ja, die baut nun dem guten Ron so ein Portalchen. Die ist ja selbst schon damit eben zu den IDV Ghostbusters gereist, ne? Ja, leider wissen weder Ron noch Holtzman über die Gefahren des Portals. Denn Igan hat damals Peter und sein Team davor vorgewarnt, dass das Portal nicht geöffnet sein darf, wenn man ein Geist in den Verbannungscontainer steckt, denn dieses Portal zieht seine Energie aus der Taschendimension, die innerhalb des Verbannungscontainers ist, ne? Und würde beides gleichzeitig laufen, könnten Geister entkommen. Obwohl natürlich jetzt eigentlich Rons Experiment in Philly, glaube ich, ist, also ich weiß nicht, jeweils bei denen zu Hause ist, greift es auf dasselbe Taschenuniversum zu, um sich mit Energie zu speisen. Und wie der dumme Zufall so will, packt gerade Peter einen Geist rein, während Ron am anderen Ende von Amerika gerade eben ja so ein Portal öffnet. Und so verschwinden so ziemlich alle gefährlichen Geister, die wir innerhalb der Serie kennengelernt haben. Also nicht alle Geister, die sie gefangen haben, aber alle großen, mächtigen Geister, die wir so kennengelernt haben. Zusätzlich gibt es ja auch noch Geister, die sie ja nie gefangen haben, sondern mit denen sie sozusagen diese einfach nur besiegt haben und die sich zurückgezogen haben, ne? Des Weiteren hat sich aber auch das Portal in der Feuerwache zur selben Zeit geöffnet, wie eben auch Ron seins immer öffnet. Und dadurch sind die Geister, die ihm ausgebrochen sind, immer durch diese Portale gesprungen und befinden sich jetzt irgendwo im ganzen Multiversum. Und man würde vielleicht meinen, das macht nichts aus. Aber wir wissen ja schon, dass eben alles irgendwie zusammenhängt. Das hatten wir, glaube ich, im fünften Band, ich weiß es nicht, wo ja, nee, kann nicht, vierte Band müsste gewesen sein. Jedenfalls, wo Ron Alexander das erste Mal auftaucht und auch Geisterjagd, aber sie eben nicht fängt, sondern sie zerstört, wodurch sich eben die böse Energie aufgeladen hätte und fast die ganze Welt ausgelöscht hat. Ne? Zusätzlich gab es ja dann irgendwann mal noch die Episode, wo Igan mit dem Tod zu tun hatte.
der Manifestation des Todes, was ja auch interdimensionale Auswirkungen hatte. Und so haben wir eben hier eben auch dieses Problem, wenn die Geister eben das Universum verlassen, fehlt in dem Universum was und woanders kommt was dazu und das hat ungeahnte Folgen. Also muss Igen eben wieder ein Team zusammenstellen, um diese Geister zurückzuholen und so vereinen sie sich eben nochmal mit allen möglichen Ghostbusters, mit den Real Ghostbusters, den Extreme Ghostbusters von Ghostbusters, die in 20 Jahren kommt, unterschiedlichen Versionen ihrer eigenen Art, also der IDV Ghostbusters, also der Film Ghostbusters, aber auch nochmal mit einer anderen Art der Real Ghostbusters, ne? Zusätzlich tauchen so kleine 8-Bit Ghostbusters auf, die nur piepen können, so wie ein, ja eigentlich zwei Roboter, wobei der eine eher aussieht wie ein Monster, ne? Also es ist so ziemlich alles da, was da sein muss, ne? Und so teilen sich natürlich dann eben die Teams auf, um eben die Geister zu fangen. Gleichzeitig muss aber auch noch New York abgedeckt sein, dadurch bleiben diese eher Unbekannteren, die wir jetzt so nicht kennen, eigentlich in New York aktiv und fangen dort dann eben nebenher noch die Geister. Ich frage mich natürlich, was in ihrer Welt, wer dort gerade die Geister fängt, ne? Aber das ist Igens Problem. Es gab aber, die Story macht von vorne bis hinten richtig Spaß. Ich finde das richtig geil mit diesen unterschiedlichen Teams und natürlich auch die Dynamik, die daraus hervorkommt. Ne? Man hat vielleicht einigen ein bisschen zu wenig Scream-Time gegeben, aber im Großen und Ganzen wirklich Bombe. Aber es war mir eine Sache aufgefallen, die habe ich nicht verstanden. Mal abgesehen davon, dass Peter eben Besuch von Dana Barrett bekommen hat in Geisterform. Und zwar haben wir es in einer Szene mit einem Geisterclown zu tun. Eigentlich war es gar kein Clown, sondern es war irgend so ein Parasit, der dann aber die Geisterform angenommen hat. Und dieser schnappt sich, ich glaube, Garrett hieß er, der von den Extreme Ghostbusters, der im Rollstuhl sitzt, ne? Und besetzt den und danach hat eben dieser eben diese Clown-Gestalt, ne? Und um diesen zu besiegen, kommt der gute Ron Alexander auch innerhalb eines Traums auf die geniale Idee, wir müssen ja den mit Protonenbomben bewerfen, die haben sie aber nicht da, also was nehmen sie? Sie nehmen einen so ein Protonenpack, werfen dem da dem Geist das zu und schießen dann alle mit ihren Protonenstrahlen drauf und lassen den dann in die Luft gehen. Dadurch wird dann Garrett von dem Geist wieder getrennt und sie können dann eben diesen Parasiten in aller Ruhe einfangen. Für mich ist aber natürlich das Unlogische daran, die schießen auf ein Protonenpack und wir haben in den Filmen gelernt, das sind kleine AKWs und das ist saugefährlich. Also normalerweise hätte jetzt keiner mehr der Ghostbusters, die dort waren, am Leben sein sollen. Also ich glaube, da haben sich die Autoren so ein bisschen verschrieben und wussten jetzt nicht, wie sie die Sache auflösen sollten, weil das ist ziemlich dämlich, ne? Also wir schießen nicht auf die Protonenpacks. Das ist das Dümmste, was man einfach machen kann. Also wie gesagt, ich hatte riesen Spaß damit. Danach habe ich noch IDW 2020 Ghostbusters gelesen. Also es gab so eine kleine Miniserie zum 20. Jubiläum von IDW Comics, in denen eben so unterschiedliche IDW-Serien gezeigt werden, wie sich die Serie sozusagen in 20 Jahren entwickeln würde. Also wenn man jetzt eben sagt, wir springen 20 Jahre in die Zukunft, es gibt von Ghostbusters, es gibt von Transformers und keine Ahnung von was noch. Ich habe mir halt nur die Ausgabe zu den Ghostbusters geholt, denn ja, die setzen nämlich an Crossing Over an und die 2020 Ghostbusters eben kehren jetzt nach Hause und müssen wiederum ihren Lehrern, also Igen, Peter, Winston und Ray, Rede und Antwort stehen, wo sie zuletzt waren. Dann kommt auch schon ein Auftrag ran. Eigentlich würden die vier gerne sich jetzt mal schlafen legen nach dem Crossing-Over-Event, aber sie müssen jetzt diesen Geist jagen, haben nicht mal Zeit, die Klamotten zu wechseln und der eine der Ghostbusters hat noch Geisterschleim aus dem IDV-Universum an den Klamotten. Und den Geist, den sie jagen, der reagiert dann auf diesen Schleim und besetzt dann Igen. Ja, nicht so gut. Ist ein kleines Abenteuer, ne? War aber auch ganz lustig und hängt auch dann ein bisschen mit Ghostbusters 2, also dem Film, auch zusammen. Weil nämlich einer dieser Ghostbusters ist ein Enkel von Janos, jetzt weiß ich, wie er heißt, ne? Der damals eben mit Vigo zusammengearbeitet hat, ne? Der damals das Bild restauriert hat und dann von Vigo besessen war, ne? Ja, das war's mit meinen digitalen Sachen. Und Print, das wird jetzt viele sehr enttäuschen, aber viele anderen wird es vielleicht auch schon reichen, weil die mich sogar nur darum einschalten. Na, die wünschen sich, dass ich sogar meine ganze Folge nur damit mache. Das wird schon schwieriger. Und zwar habe ich gelesen Taschenmosaik Nummer
6, der zweite Teil der Römer-Serie, der dicke Dachs, ne? Und der hat mir rundum viel Spaß gemacht. Man hat aber hier mehr so ein, man hat eben das große Thema Rom-Serie, es baut auch aufeinander auf, aber jedes Heft hat, ist für sich trotzdem eine abgeschlossene Geschichte und das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Der gute Gallus wollte ja den Kaiser stürzen, hat jetzt eine riesige Armee aufgebaut und greift nun Rom an, um den Kaiser zu besiegen. Aber der Kaiser hat ja Glück, die Digedax sind an seiner Seite und helfen Gallus zurückzuschlagen. Und so kann die Stadt auch gesichert werden. Gallus wird eingesperrt und die Digedax werden gefeiert, ne? Soweit also ganz gut. Problem ist nur, dass bei der Siegesfeier dem Kaiser das gar nicht passt, denn er ist ja der Feldherr und er müsste gelobt werden. Aber ja, für ihn interessiert sich keine Sau. Alle feiern nur die Digedax und so wird die Stimmung des Kaisers immer mieser und miesepetriger. Er sieht überall Verrat und macht dann die Digedax als die Täter ausfindig und lässt diese nun in die Fremdenlegion versetzen, ne? Und ja, damit steht der Zirkus Diggeduck ohne ja, ihre Zirkusdirektorin da. Hier drinne passiert dann vor allem auch etwas, soweit ich es jetzt weiß, was die Diggeducks auch noch vor allem viele Jahre lang prägen wird. Denn der gute Diggeduck verlässt unsere Freunde hier, die Gruppe sozusagen, um dann zurück nach Rom zu gehen, um ja, den Zirkus Diggeduck zu sichern, also dort eben den Freunden zu helfen und zu ermöglichen, den Zirkus weiter bestehen zu lassen, dass es eben allen sozusagen gut geht. Zu dritt können sie aber nicht zurück nach Rom, ne? Geht nicht, das würde auffallen. Also versucht Diggeduck allein und Dick und Duck wiederum fliehen eben in die komplett entgegengesetzte Richtung. Wunderbar, wenn man ja im Schnitt ist und merkt, es fehlt eine der Videodateien. Bombe. Ich war ja gerade dabei und habe gesagt, Diggeduck hat eben die Gruppe der Diggeducks verlassen, um eben nach dem Zirkus Diggeduck zu schauen, dass dort alles gut abläuft, ne? Während Dick und Duck eben ja sich in die andere Richtung auf die Flucht begeben. Und es war damals eigentlich so gedacht, dass die Römer-Serie über mehrere Jahre gehen sollte und eigentlich alle möglichen römischen Provinzen von unseren Helden abgeklappert wird. Und ich gehe auch davon persönlich aus, dass es da eben auch eigentlich gedacht war, dass es eine größere Rolle noch spielt, dass Diggeduck von den anderen beiden getrennt ist, sprich, dass die sich dann irgendwann suchen müssen, ne? Davon gehe ich eben mal aus, ne? Nur haben wir dann einen ganz besonderen Fall, und zwar, dass DDR-Regime so ein bisschen Einfluss aufs Mosaik genommen, und soweit ich weiß, ist es auch das einzige Mal, wo das so geklappt hat, weil es auch nicht so was Grobes war, aber sozusagen wurde die Römer-Serie dann vorzeitig beendet, das wird uns dann im Band 7 dann erwarten, zugunsten der Weltraumserie, weil der gute Sigmund Jähn als Kosmonaut ins Weltall geflogen ist. Und da wollte man natürlich viel Aufmerksamkeit drauf ziehen, ne? Und dementsprechend sollte auch das Mosaik hier ein bisschen mitschwimmen. Und hier hat der gute Hannes Hegen auch eben mal nachgegeben. Ansonsten hat er ja eigentlich nie so nachgegeben, aber er hat gesagt, okay, mach mal, ne? Das Problem war dadurch, dass natürlich jetzt Diggeduck nicht da war, fehlt Diggeduck jetzt über einen sehr langen Zeitraum, nämlich über die ganze Weltraumserie, und danach eben müsste die Erfinderserie kommen, in der er auch nicht da ist, und erst irgendwo Mitte Ritter Runkel taucht er irgendwo wieder auf, und Ritter Runkel fängt bei diesen Taschenmosaiks an mit Band 24, ne? Und dann sind es immer noch ein paar Ausgaben. Ich weiß nicht genau, ob es im fünften oder sechsten Band ist, aber da so in der Trier kommt erst Diggeduck wieder dazu, ne? Und dann ist es ja gar nicht mehr so viel Mosaik mit den Diggeducks, weil dann, soweit ich es weiß, kommt dann nur noch Amerika und eben die Orient-Serie, ne? Das heißt also, eigentlich hat Diggeduck gut die Hälfte der Serie, also eigentlich mehr als die Hälfte der Serie, gar nichts mit den Diggeducks zu tun. Die bestanden dann eben nur aus zwei Kobolden anstatt aus drei, ne? Das fand ich natürlich, finde ich schon eine ganz schön ja, komische Sache eigentlich, ne? Wenn eben ein Trio fast die ganze Serie über nur ein Duett bildet, ne? Auch die Abrafax sind immer mal nur im Duett unterwegs oder sogar mal nur einzeln, aber nie über so einem Zeitraum, ne? Das ist eben die Folge dessen, dass eben der gute Sigmund Jähn ins Weltall geflogen ist, ne? Hatte eben, wie gesagt, Auswirkungen, weil es eben sehr, sehr lange dauert, bis Diggeduck dazu kommt. So.
Von den Digidax kommen wir zu den Abrafaxen und hier muss ich erstmal eine kleine Richtigstellung zum letzten Mal vornehmen. Und zwar hatte ich dort gesagt, dass die Venedig-Serie wohl um 1204 bis 1654 abspielt. Ne? Konnte das aber nicht genau sagen, denn es gab ja keine Zeitangabe und ich habe dies so festgemacht, indem ich eben den ersten Band nochmal herausgenommen habe von eben 76, wo hinten eben eine Zusammenfassung der Geschichte von Ragusa war, also der Ortschaft, wo wir uns befinden, auch wenn sie damals nicht namentlich erwähnt wurde. Und dort wurde eben gesagt, dass eben zu diesem Zeitpunkt, eben 1204 bis 1350 noch irgendwas, eben diese Gegend von Venedig besetzt war. Also war das für mich so dieser Ausgangspunkt, den ich halt gefunden habe, den ich halt gemacht habe. War aber falsch, denn mittlerweile wurde mir mitgeteilt, dass im Magazin Die Trommel und im Magazin Frösi seinerzeit eben auch die Abrafaxe schon vor dem ersten Heft vorgestellt wurden. Und dort hatte man gesagt, dass sich die Geschichte um 1630 abspielt. Also muss ich das korrigieren. Ich hatte dabei ja nun nachgeschaut, also versucht das herauszufinden, weil ja eben die drauffolgende Serie, das müsste Österreich-Ungarn sein, eben 1704 beginnt, ne? Und da sich ja doch eine Zeitspanne nun auftut, die bleibt ja auch bestehen, es sind immer noch 70 Jahre, kommt nicht hin, irgendwas fehlt da, ne? Aber man hat sich darum damals scheinbar noch keine Sorgen gemacht, denn hier sieht es auch nicht so aus, als würde man sich bei den Digidax jetzt darum kümmern, wie die von einer Zeit zu einer anderen gekommen sind. So, gelesen hatte ich dann das Mosaikalbum Mach's noch einmal Robin, die Abrafaxe und Robin Hood. Und falls hier jemand der Robin Hood hier vorne bekannt vorkommen soll, dieser ist natürlich angelehnt an Sean Connery, ne, ihr wisst schon, James Bond, der auch einst in die Rolle des Robin Hood geschlüpft ist in dem Film Robin und Marian, ne, wo er ja auch einen gealterten Robin Hood spielt, und das hat man hier sozusagen ein bisschen aufgegriffen. Die Abrafaxe befinden sich nun eben auch im Sherwood Forest sozusagen, ne? Und die Abrafaxe treten hier als Spaßmacher auf, oder besser gesagt Abrax und Brabax. Kalifax wiederum ist bei Bruder Tuck, wie ich ihn jetzt mal nenne, weil das Pigor Tuck kann ich nicht aussprechen, wird mir wieder zu kompliziert, um dort eben ein bisschen was von der Kochkunst der Mönche abzuschauen. Ne? Wie gesagt, die Abrafaxe machen sich hier als Spaßmacher verdient. Ne? Und ja, müssen hier miterleben, wie der Kaptor, der Hauptmann der Burgwache, ein junges Fräulein stänkern und attackieren und behaupten, sie hätte hier ein Schwein geklaut. Obwohl die junge Dame klar sagt, es ist ihr Schwein. Das wird gar nicht so richtig aufgeklärt, was es mit dem Schwein da überhaupt auf sich hat. Ne? Jedenfalls wird sie eben angegriffen. Abrax sieht das, das gefällt ihm gar nicht. Er sagt auch zu dem Kaptor, zu dem Hauptmann, siehst du nicht, dass das noch ein halbes Kind ist? Lass das Mädchen in Ruhe. Und mischt sich dann ein, wie ihr hier seht. Ne? Und da merken wir auch schon, dass es auch wieder etwas zotiger, als wir es sonst vom Mosaik gewohnt sind. Also hier gibt es schon reihenweise ein paar Zweideutigkeiten oder auch ein paar direktere Gags. Ist sehr schön. Ne? Ja, das Problem ist, Abrax geht dann stiften, als die Wachen ihn verfolgen. Ne? Aber er lässt den guten Brabax zurück, der ja gar nicht so wirklich mitgekriegt hat, was passiert. Und nun wird dieser festgenommen, aber genauso das junge Mädchen. Abrax will nun Kalifax davon bei Bruder Tuck berichten, ne? Und dieser erkennt sofort, wer wohl die junge Maid sein soll, dass das die gute Marian ist, die Tochter von Robin Hood, ne? Und damit ist wohl auch klar, dass der gute Robin sich das nicht gefallen lässt, dass hier seine Tochter entführt wird, und so entscheiden sich Abrax und Kalifax doch mal den guten Robin aufzusuchen und dann mit ihm gemeinsam die Burg zu stürmen, um Marian und Brabax zu retten. Nur ja, haben Marian und Brabax bereits ihren eigenen Fluchtplan sozusagen aufgestellt. Ein richtig genialer Band. Ich finde vor allem auch die Zeichnung richtig genial, aber auch die Kolorierung. Ne? Sehr viele richtig, richtig geile Sprüche und Gags. Ne? Ich habe immer wieder richtig, richtig viel Spaß mit
diesem Band und kann den auch wirklich jedem nur empfehlen. Also das ist ein wirklich richtig starker, genialer Band, ne? Vor allem dann auch noch, wenn sich auftut, was es mit dem Kaptor an sich zu tu auf sich hat, ne? Was seine Rolle in der Geschichte überhaupt ist, denn wir haben ja eigentlich einen Sheriff von Sherrod Forest, der aber den ganzen Tag mittlerweile nur noch besoffen ist, ne? Wirklich richtig witzig. Und auch ganz besonders cool ist, die Abrafaxe haben hier einen neuen Begleiter in Form einer Handpuppe namens Brabbelfax. Und der haut auch immer wieder die geilsten Sprüche in den unterschiedlichsten Situationen raus. Ich liebe diese Handpuppe, ne? Und ich denke, von den Zeichnungen könnt ihr euch hier selbst ein Bild machen. Sie sind wirklich grandios, ne? Zu Mach's noch einmal, Robin ist noch einige Jahre später noch die Fortsetzung Setzt die Segel, Robin erschienen. Ich sag's euch gleich, ich finde diesen Band nicht mehr so gut wie den ersten, obwohl er sogar von den Gags noch ein paar Schippen drauf liegt. Also hier sind noch viel, viel mehr Gags und viel mehr Doppeldeutigkeit und viel mehr Zotigkeiten drin als in dem anderen. Aber bei mir springt hier der Funke nicht ganz so über. Liegt auch leider mit an den Zeichnungen, die zwar nicht schlecht sind, aber es ist eben ganz klar ein anderer Zeichner, zumindest an den Abrafaxen dran, weil bei dem Rest sieht es immer noch recht ähnlich aus. Also da würde ich keinen großen Unterschied festmachen. Aber die Abrafaxe gefallen mir gar nicht. Nicht, dass sie hier schlecht aussehen, aber sie passen für mich in diese Geschichte nicht. Ne? Hier passt es für mich irgendwie nicht, wie sie hier aussehen. Ne? Ja, mach's noch einmal, Robin, mussten die Abrafaxe und Robin Hood Sherrod Forest ziemlich schlagartig verlassen und sind nun in der Gegend von Sizilien unterwegs, weiterhin als Schlachter, denn der gute Robin Hood hat auf seinem Boot alles voll mit Wildschweinen, die er züchtet, ne? Und ja, dementsprechend stinkt es da auch sehr, ne? Und eigentlich warten unsere Freunde auf eine Lieferung an Heu, aber leider wurde dieses Heu abgefangen, was also schon schlecht ist, denn das ganze Schiff stinkt und es müssten ausgemistet werden. Nur leider auch zur selben Zeit hat es der gute Robin geschafft, sich in eine sehr prekäre Situation zu verfrachten, woraufhin unsere Freunde doch sehr überstürzt Sizilien nun verlassen müssen und das eben ohne den Heu ausgetauscht zu haben. Das heißt, das ganze Schiff stinkt und es stinkt sogar so sehr, dass sogar ein Schwarm Heuschrecken um sie herum fliegt, ne? Und stattdessen das nächstbeste Segelschiff attackieren, ne? Und na gut, eigentlich finden es unsere Freunde eher lustig, aber naja, Marian hat ja, wirkt ein bisschen wohlwollend auf unsere Freunde ein, woraufhin sie dann sagen, okay, wir gucken mal nach den Schiffsbrüchigen und geben ihnen Hilfestellung. Stellt sich dann aber heraus, dass das Schiff des Kaptors ist, der ja auch nach dem Abenteuer von Sherrod Forest nun auf der Flucht ist und nun hier ja angeblich eine Gruppe Kinder nach Jerusalem bringen will, ne, in freundliche Absicht, ne? Und aus irgendeinem bekloppten Grund glauben das auch unsere Freunde, bis sie am nächsten Morgen ohne Segel aufwachen und ohne Beiboot und Marian verschwunden ist und der Kaptor ja mit seinen Kindern von dannen zog. Und dann dämmert es langsam den Abrafaxen, oh, die wollen wahrscheinlich die Kinder auf den Sklavenmarkt verkaufen, ne? Und dementsprechend müssen unsere Freunde alles dran setzen, die Kinder und Marian zurückzuholen. Wie gesagt, das Ding legt noch mal, was Gags angeht, noch mal eine richtige Schippe oben drauf, ne? Die Zeichnungen, wie gesagt, gefallen mir nicht mehr so gut wie im ersten. Auch vor allem die Kolorierung gefällt mir hier gar nicht. Also die kann eben mit der Kolorierung des ersten Bandes so meiner Meinung nach überhaupt nicht mithalten. Vor allem was so Schatteneffekte angeht, ne? Zusätzlich erscheint mir das auch alles viel, viel grell bunter hier. Gefällt mir nicht. Auch gefällt mir die Darstellung der guten Marion in diesem Band zu 90% mal gar nicht. Es sind 2 Jahre vergangen. Sie ist jetzt natürlich zu einer richtigen Frau herangewachsen. Und ja, irgendwie denken sich die Macher des Mosaiks, das müssen sie uns in einer Tour zeigen, indem sie bei ihr immer sehr stark die Brust betonen und den Po, wodurch sie immer mit einem Hohlkreuz dasteht. Und das gefällt mir auch nicht. Zusätzlich hat sie ja auch ständig hier einen Ausschnitt, der überhaupt keinen Sinn macht. So einen trägt sie eine Kapuze hier bis hier, dann Brust und dann erst zu. Hä? Warum? Also wenn die Kapuze jetzt vielleicht dann nicht wäre, also dieser Kragen nicht wäre, würde ich ja sagen, okay, ne? Komme ich leider nicht mit klar, gefällt mir so gar nicht, ne?
mich geht das schon in Richtung Sexualisierung, darüber lässt sich natürlich überstreiten, gefällt mir dann eben nicht. Ne? Okay, Sexualisierung jetzt bei diesen beiden Bänden, wo ja eh in einer Tour zotige Witze stattfinden, ist mal dahingestellt. Ne? Aber auch der gute Brabbelfax kommt auch wieder in diesem Band vor und haut den einen oder anderen guten Spruch raus. Das soll heißen, er ist nicht schlecht, er ist sehr unterhaltsam. Die Story ist auch grundsolide, aber für mich persönlich springt eben nicht dieser Funke um, wie bei diesem Band. Ne? Gut, es war auch mein erstes Mosaikalbum, was ich hatte. Da war ich, keine Ahnung, 14, als ich mir dieses Album geholt habe. Ich war noch nicht 14, stimmt nicht. Ich war 12 oder 13, da habe ich mir dieses Album geholt und habe das so abgefeiert. Ne? Und habe natürlich dann eben dementsprechend auch hohe Erwartungen an diesem Band gehabt. Aber meiner Meinung nach kommt der nicht dran. Und wenn man dann aber noch das Album Kongo sieht, was eben doch wieder hier stark drankommt, finde ich es doch sehr enttäuschend. Ne? Wie gesagt, es ist unterhaltsam, für mich springt aber der Funke nicht so über, wie eben bei Mach's noch einmal Robin. Ne? Ansonsten ist es aber eine grundsolide Fortsetzung, würde ich jetzt sagen. Ne? Und hat wirklich viel, viel mehr Gags noch parat als der andere, dafür aber auch weniger ernst als der andere. Ja, so. Und das war's aber auch, ehrlich gesagt, für diese Woche schon. Mehr habe ich nicht gelesen. Und wieso, weshalb, warum, dafür sehen wir uns dann gleich nochmal auf meiner Couch wieder. So, dem Zauber des Schnittes haben wir zu verdanken, dass wir jetzt schon hier bei mir im Wohnzimmer sind. Ne? Und ist auch ganz gut, denn draußen regnet es jetzt. Ne? Okay. Ich wollte euch zwar jetzt eigentlich erstmal sagen, warum ich jetzt nicht mehr Comics gelesen habe, aber ich mache erstmal nochmal ein kleines Zwischenspiel. Und zwar war letzte Woche bei uns auch wieder Nachtflohmarkt und ich bin natürlich dahin in der Hoffnung, dass wieder dieser schöne Stand da ist, wo ich letztens die Mosaik Barbarossa Serie fast vollständig bekommen habe. Pustekuchen, der war leider nicht da. Dann habe ich natürlich gehofft, ja, selbst wenn der nicht da ist, vielleicht ist der Stand nochmal da, wo ich die Lucky Luke Dinger gekauft habe. Pustekuchen, der war auch nicht da. Gut, hätte mir bei Lucky Luke jetzt auch nichts gebracht, aber die hatten ja noch andere Sachen und ich hätte mir dann mit Sicherheit so ein paar Clever und Smart Alben mal mitgenommen, tja, aber sollte halt jetzt nicht sein. Ja, also im Endeffekt hat mir das gar nichts gebracht, zur Abwechslung war jetzt mal der Blu-Ray Stand mal ganz interessant, Moment, ich habe das echt liegen, ne, so, genau, okay, perfekt, habe ich ja schon mal irgendwann gesagt, also normalerweise habe ich da eigentlich nie Glück, wenn dann ist da ein Blu-Ray-Stand, wo du 4 Stück für 10 Euro bekommst, eins sind unsere 3 Euro Kosten, kaufst du 4 Stück, hast du 10 Euro, aber ich habe meist schon das Problem, diese 4 Stück zusammenzukriegen, weil eben viel Murks nur dabei ist oder du hast dann sowas wie Hangover, du sagst ja, okay, könnte man mitnehmen, aber dann fehlt mindestens einer der 3 Teile und dann denkst du, nee, ist auch schmarrn, ne? Weil ich habe das schon so blöd mit Planet der Affen, die ersten 2 Teile habe ich dort bekommen, wobei ich halt im zweiten schon ewig warten musste, bis ich da mal Glück hatte. Der dritte ist natürlich auch erstmal nichts, ne? Dasselbe mit Star Trek und das ist halt da immer wieder mein Problem, weswegen ich da mal gar nicht zugreife. Auch hier zum Beispiel Transformers, da haben sie Ära des Untergangs, aber wo sind die anderen Teile auf gut Deutsch, ne? Ich glaube, sie haben dann immer noch einen anderen und das war's dann. Ich krieg's halt nicht vollständig, dann sage ich, nee, die Reihen lasse ich, ne? Und gucke halt immer eher, ob ich nochmal was finde, womit ich sowas anfangen kann. Wie gesagt, und da hatte ich diesmal Glück, denn ja, diesmal habe ich ganze 8 Filme bekommen. Das heißt also 2 Vierer-Sets zu 10 Euro. Da habe ich als erstes mir geholt Jackass 3 an Cut-Version. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ich hatte die ersten beiden noch auf DVD. Und ja, ich gucke mir immer mal ganz gerne an, wie die sich hier gegenseitig verstümmeln. Ne? Und darum habe ich mir auch den dritten mitgenommen. Ist dann blöd, wenn man dann mitkriegt, dass das eigentlich ein 3D-Film ist. Und dann hier vorne der ganze Vorspann mit, von Beavis und Butthead dann auf das 3D eingeht. Und dann ist der Film nicht in 3D. Und auch extra so ein paar dieser Sachen hier so gedreht wurden, dass sie besonders in 3D rüberkommen. Das meiste ist es egal, aber so ein paar kleine Sachen waren dabei, wo du halt merkst, das kommt eben richtig geil in 3D erst, wie hier eben diese Anfangsszene und die Endszene, die hier auch so ein bisschen dargestellt wird mit dieser Explosion, das ist dann ein bisschen blöd, aber ansonsten ist halt eben generell nur Rotz, sag ich ganz ehrlich, ne? Ja, ich fand jetzt hier schade, bei den ersten beiden Filmen wurden immer diese Gags ein bisschen mehr ausgearbeitet. Das heißt, wenn du diese Straßensachen hattest, wo sie die Leute, die Passanten verarschen, da hast du immer mehrere Varianten meist davon gehabt, die dann in den Filmen auch gekommen sind. In der Serie waren es ja immer schon mehrere Varianten. Hier hat man immer nur eine Variante genommen. Man findet dann eben bei den rausgeschnittenen Sachen und bei den
Outtakes dann nochmal so ein paar Szenen, wo du denkst, warum war denn das jetzt nicht drin? Ähnlich ist es dann auch bei diesem Jackass präsentiert, Bad Grandpa. Da haben sie eine Story drumherum gepackt, aber im Endeffekt geht es eben darum, dass eben Johnny Knoxville als hier der Alte ein paar Gags auf der Straße macht. Aber dadurch, dass man ja einen Film erzählt, hat man halt immer nur einen dieser Gags genommen, ne, und nicht alle da in Reihe geschaltet, ne. Auch ein bisschen schade, ne. Also ich brauche auch die Story in diesem Film nicht. Also richtig cool sind eben wirklich nur diese Straßenverarsche, warum man da eine Story drumherum bastelt. Erschließt sich mir nicht ganz, ne. Ja, dann habe ich mitgenommen Muppets. Ja, warum nicht Muppets? Ich mag die Muppets eigentlich schon immer und fand auch die beiden neuen Filme auch wirklich sehr unterhaltsam. Und dementsprechend habe ich sie mir mal mitgenommen. Ne? Die habe ich jetzt, die vier habe ich schon geguckt, die anderen vier habe ich noch nicht geguckt und werde jetzt auch nicht so zeitnah gucken. Da habe ich mir geholt Crimson Peak. Den hatte ich aber schon mal hier, den Crimson Peak hatte ich schon mal auf Sky Go geguckt. Ja, ist okay. Ne? Also ich habe da mehr erwartet, weil der Trailer so geil war. Dann einen Film, den habe ich einfach mal mitgenommen, weil er gut sein soll. Django Unchained. Mal schauen, wie er so ist. Den habe ich noch nicht geguckt, aber er soll ja ganz gut sein. Also will ich es mir mal antun. Dann habe ich mir mitgenommen Mad Max Fury Road. Da habe ich mir gedacht, okay, ein guter Actionfilm, nimmst du mal mit. Ich finde ja den ersten sehr gut von Mad Max und den zweiten auch, aber die habe ich auch beide nur ein oder zweimal geguckt. An den dritten kam ich nicht ran. Das ist ja eigentlich der beliebteste, aber an den kam ich nicht ran. Aber mal gucken, wie der vierte ist. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Jurassic World. Habe ich auch schon auf Sky Go geguckt. Und der erste Jurassic World, den finde ich noch ganz gut. Den zweiten hat mir jetzt nicht so gefallen. Eigentlich wollte ich den immer auf 3D haben, aber wahrscheinlich würde ich eben den zweiten nicht mehr auf 3D kriegen, weil 3D ist ja jetzt schon echt Mangelware. Ich habe das Problem ja auch mit Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Den ersten habe ich in 3D und dementsprechend will ich auch die Fortsetzung in 3D haben. Und da komme ich nicht mehr ran, außer ich wäre bereit, 40, 50 € für eine Blu-ray zu bezahlen. Und das bin ich schlichtweg nicht. Ne? Das ist dann eben eher das Ärgerliche. Ne? Und 2,50 für, habe ich mir gedacht, nehme ich mit, ist ein guter Film. Ne? Ja, trotz allem hatte ich ein bisschen Glück auch in Sachen Mosaik, sofern man es sagen muss. Wir sind hier im Osten und dementsprechend verkaufen eigentlich da immer ganz viele, wenn die Ostalgie-Stände dort sind, auch Mosaik-Sachen. Problem ist natürlich eben meist nur Sachen, die ich schon habe oder eben, wenn du Glück hast, ein paar dicke Ducks-Sachen und Einstein hat auch dicke Ducks, aber das interessiert mich jetzt nicht, weil ich habe ja wohl jetzt die Taschenbücher. Ja, aber mir hat ja ein Heft, soweit ich es jetzt durchschaut, ich hoffe, ich habe nicht irgendwo eins irgendwo drin übersprungen, hat mir ja nun gefehlt und zwar hat mir gefehlt Ausgabe 2 von 1980 und ich hatte auch gleich gemerkt, das scheint eine K-Issue zu sein, wie Comic-In immer so schön sagt und Mabugo, das ist nämlich hier wohl der Erstauftritt von Knödelfanny, die eben Österreich-Ungarn auch eben eine Begleiterin ist und eine gute Freundin von Kalifax und die auch immer wieder in der Abrafax-Historie immer mal wieder erwähnt wird. Ne? Alle Hefte dort in Top-Zustand, außer natürlich dieses Heft, also es ist wirklich also vielleicht einmal gelesen, das erkennst du, aber dies hat hier eben einen Fleck. Das war natürlich jetzt ärgerlich, aber der hatte alle Hefte nur in einfacher Ausführung. Kann ich dann halt auch nicht ändern. Und er hatte leider auch nur wie immer bis 89 und ab 90 hat immer keinen Stand, die Sachen, außer eben letztens, da hatte ich halt Glück. Ne? Ja, und es ist natürlich auch wieder eine von diesen blöden Abo-Ausgaben, aber die Hälfte meiner Hefte von der DDR sind eben diese Abo-Ausgaben und da sind eben immer diese blöden Aufkleber drauf und da hat sich damals auch keiner drauf gekümmert, drum gekümmert. Die kleben nämlich auch teils wirklich auf den Text für die Vorschau aufs nächste Heft. Sowas ärgert mich dann immer sehr, ne, wenn du dann so eine hast. Ne? Aber hier klebt es ja wesentlich dort im Text, sonst hätte ich es auch nicht mitgenommen. Ne? Aber diese Abo-Aufkleber, das war immer so eine Sache. Ne? Also habe ich da jetzt auch wieder was getan, aber das kann ich natürlich jetzt nicht lesen. Möchte erstmal wirklich wesentlich den DDR-Satz vollständig haben, bevor ich dann jetzt, also ich zähle bis 91 DDR. Nur jetzt Mosaik betreffend eben, ne, und ab Barbarossa dann eben Wende, ne. Das ist aber so eine eigenständige Sache, ne, okay? Nicht streiten, nicht böse sein, ne. Gut, aber warum habe ich denn jetzt nun die ganze Woche keine Comics gelesen? Ganz sicher nicht wegen ein paar Filmen, weil davon habe ich ja, wie gesagt, auch nur vier geguckt. Ich habe ganz billig über einen Kumpel eine Nintendo Switch bekommen und ich werde euch nicht sagen, wieso ich die erstmal so billig bekommen, wo, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich sage euch,
weit, weit unter normalem Kaufpreis und die war noch original verpackt. Das heißt, ich hatte auch diesen wunderschönen 35-Euro-Gutschein für den E-Shop mit dabei, ne? Und so hatte ich natürlich dann auch schon gleich zwei Spiele. Und zwar habe ich mir dann eben auf dem Gerätchen hier gleich Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans geholt und Resident Evil Revelation 2, Teil 1 habe ich auf meinem alten Laptop, ne? Und so habe ich da auch mal wieder einen Zug gemacht, ne? Und Resident Evil 5 und 6 sollen auch noch drauf erscheinen, zwar nur als Download, aber Resident Evil 5 hole ich mir mit Sicherheit auch, weil das finde ich genauso geil wie Teil 4, ne? Wobei ich aber mein Problem bei Revelations jetzt habe, weil man muss hier beide Analog-Sticks zum Steuern nehmen und damit komme ich immer nicht klar, das habe ich schon bei Resident Evil 6 genervt. Ne? Dann habe ich mir hier noch so eine Panzerglas-Platte extra gekauft. Mein Kumpel hat gesagt, muss hier unbedingt eine Schutzfolie holen, ne? Weil dadurch, wenn man das in die Dogging-Station reinsteckt, zerkratzt halt immer den Bildschirm und die Krankheit ist ja auch bekannt, ne? Und da habe ich mir hier gleich auch das Panzerglas-Ding geholt. Leider sieht man darauf immer so schön die Fingerabdrücke, das ist immer der Mist an den Dingern, ne? Und die sind auch immer urisch schwierig aufzukleben. Ich habe auf alle Fälle einen Luftverschluss drin, aber im Großen und Ganzen nicht so schlimm. Und man kann es ja irgendwann nochmal austauschen. Ne? Bevor ich das Gerät hatte, ich wusste schon, dass ich es bekommen soll. Aber es war alles nicht hundertprozentig klar. Aber ich hatte einen Amazon-Gutschein und habe gesagt, selbst wenn du es nicht bekommst, die Switch Lite ist ja angekündigt und dann holst du dir so oder so diese dann, wenn das hier nichts wird. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich habe diesen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen und habe mir schon mal gleich Pokémon Let's Go Pikachu geholt. Das habe ich jetzt bisher auch am meisten gespielt und muss sogar sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe gedacht, oh, diese scheiß Pokémon Go-Steuerung, ne? Es ist jetzt nicht genau dasselbe, aber darauf habe ich schon keinen Bock. Ich möchte gegen meine Pokémon kämpfen. Aber eben genau dadurch, dass ich eben nicht jedes verfluchte Scheißviech fange, was mir begegnet, und nicht zum 100. Mal einen Ratzfatz fange, ist das Spiel für mich relativ knackig, weil meine Gegner gar nicht so viel schwächer sind, als ich es bin. Dort, wo ich bei Pokémon Blau oder auch Pokémon Blattgrün Level 50 war, bin ich jetzt eben erst Level 40 und meine Gegner sind so bei Level zwischen 33 bis 38 und dadurch wird das schon relativ knackig mit den Kämpfen, ne? Und dadurch macht mir das auch Spaß. Natürlich ist es auch nochmal positiv, dass alle Pokémon im Team Erfahrungspunkte kriegen. Ich weiß, das mögen wiederum diese Hardcore-Gamer nicht so, ne? Und hier hast du auch keine Wahl. Es läuft nicht über EP-Taler. Es kriegen einfach alle ihre Erfahrungspunkte und gut ist es. Aber dadurch habe ich auch ein gut ausgeglichenes Team und kann dann eben auch mal wechseln, ne? Mir macht es wirklich Spaß und vor allem eben auch dadurch, dass es eben für mich auch gerade ein bisschen knackiger ist, ne? Und nicht ganz so leicht. Also ich habe mich jetzt nicht ins Live-Coop Gebäude getraut, also ich bin reingegangen und gleich der erste Gegner war mir eigentlich zu stark. Ich habe ihn zwar besiegt, aber habe gesagt, da gehe ich wieder raus. Wobei ich auch ins falsche Stockwerk gegangen bin. Ich bin ins 10. gegangen und hätte eigentlich ins erste gehen müssen. Ist klar, dass der da natürlich stärker ist. Aber habe mich jetzt entschieden, ich lasse das erstmal und gehe erstmal zu Koga und hole mir den 5. Orden. Normalerweise hole ich immer den 5. Orden erst nach dem 6. Orden. Weil ich eben hier, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt, aber da, wo eben Sabrina ist, hole ich mir immer den Orden, wenn ich eben das Live-Coop erledigt habe, immer gleich. Ne? Und diesmal mache ich es halt umgekehrt. Ne? Dann habe ich mir dann noch direkt Super Mario Galaxy geholt. Da bin ich jetzt in der Wüstenwelt, jetzt wo die Pyramide umgedreht ist und schwebt. Ne? Macht mir auch richtig Spaß schon mal. Hier ärgert mich nur eher, hätte ich es eine Woche früher gekauft, und das hätte ich ja machen können, weil ich hatte ja das Gerät relativ sicher, hätte ich nochmal 10 Euro gespart, die hatten dann aber wieder den Preis angehoben und dadurch habe ich 10 Euro jetzt mehr bezahlt. Das ärgert mich so ein bisschen, ne? Aber trotzdem ein sehr tolles Spiel. Und ja, dann war ich ganz ehrlich so, habe etwas gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen. Ich bin an meine Erspartes gegangen und habe nochmal einen Schein herausgefischt und habe mir dann eben von dem Geld, was ich eigentlich für einen neuen Laptop und für einen neuen Kühlschrank weggelegt habe, mir noch Super Mario Maker 2 geholt, ne? In der limitierten Edition, da habe ich dann gleich eben 12 Monate diese Online-Funktion drin. Den habe ich aber noch nicht aktiviert, ne? Seht ihr, den habe ich noch nicht aktiviert. Ich warte noch ein bisschen, man will es ja nicht zu stark verschwenden. Jeder Tag könnte dann kostbar sein. Ne? Und diese 12 Monate würden eben einzeln schon 20 Euro kosten. Ne? Und jetzt war dieses Angebot hier 62,99. Ich hatte noch einen generellen 5-Euro-Gutschein. Den haben die diesen Monat in Aktion bei Expert
zumindest bei uns hier bei Expert, als ich das gekauft habe, habe ich eben dazu einen 5-Euro-Gutschein bekommen, der nur diesen Monat gilt, ne? Und den habe ich hier gleich investiert. Dadurch habe ich nur noch 57,99, glaube, war es jetzt bezahlt. Ich habe ja hier den Kaufbeleg drin. Wir lamentieren um irgendwas. Ja, 62,99 vorher, dann habe ich jetzt eben 57 bezahlt, wenn ich es auch jetzt hier nirgendwo sehe. Warum sehe ich das nirgendwo? Ja, aber hier werden auf alle Fälle 5 Euro abgezogen. Also okay, was soll's, ne? Ja, ich habe 60 Euro hingekriegt, aber 2,01 Euro zurückgekriegt. Also 57,99 habe ich bezahlt, ne? So, okay, ist erledigt. Spiele jetzt eben erstmal nur den normalen Story-Modus, der ist soweit gut. Was ich aber nicht verstehe, sind diese Super Mario 3D World Level. Wo ist denn das 3D World? Also ich habe hier Super Mario 3D World für Nintendo DS, spiele ich zwar auch nicht, also die DS-Spiele, die ich habe schöne Spiele dort, ich spiele sie nicht. Ne? Das Ding scheint da schon besser bei mir anzukommen. Das ist ein richtiges 3D-Spiel und das ist nichts anderes als eben New Super Mario Bros., wirklich nichts anderes, nur dass eben die Bomben, also die Raketen, eben dann auch mal vom Hintergrund her zu dir geschossen werden, ne? Und dass du plötzlich irgendwelche Wände mal hochklettern kannst. Auch hinten hochklettern kannst, aber du hast keinen wirklichen 3D-Effekt. Also das verstehe ich nicht. Und dann ist dieses Super Mario 3D World nicht kompatibel mit den anderen Level-Editern. Die anderen sind ja alle so ein bisschen miteinander kombinierbar. Das heißt, du entwickelst das vielleicht im Super Mario Bros. Stil und sagst, ach, ich habe doch keinen Bock, das als Super Mario Bros. Level zu haben. Dann kannst du es eben eigentlich fast 1:1 in Super Mario Bros. 3 umwechseln, nur dass eben ein paar Items dann verschwinden. Oder in Super Mario World hast du dann, wenn jetzt das von Super Mario World auf Super Mario Bros. Würde eben Yoshi irgendwie wegfallen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so war das eben beim DS, was ich auch nicht so ordentlich gespielt habe, weil ich mit diesem DS nicht wirklich so zufrieden bin dabei, diesem Spiel, muss ich sagen. Und beim DS war es ja auch noch so, du konntest ja eh nicht wirklich die Online-Funktionen so nutzen wie auf der Wii U, ne? Dementsprechend denke ich hier mehr Spaß. Also wie gesagt, das mit Super Mario 3D World erschließt sich mir noch nicht ganz, aber jedenfalls habe ich dann jetzt schon mal 3 Spiele und ich werde mir dann wohl nächsten Monat Super Mario Kart 8 holen, ne? Schlichtweg Mario Kart muss sein, dann mal gucken, ob ich noch Breath of the Wild mir hole. Es gibt noch ein paar Spiele, mit denen ich liebäugle, wie Yoshi's Crafted World. Ja, aber es sind jetzt nicht so viele, die ich unbedingt haben muss. Da wäre auch Super Mario Kart jetzt nicht dabei, aber ich möchte eben so ein kleines Spaß-Casual-Game einfach auch dabei haben, ne? Genauso wie ich vielleicht auch am Überlegen bin mit Lego, Marvel Super Heroes 2 kostet auch nur 40 Euro, ne? Und Yoshi's Crafted World, das wird auf alle Fälle gut, aber wahrscheinlich hole ich erstmal, wenn dann Breath of the Wild, ich weiß es noch nicht. Man muss mal schauen, ne? Aber 2 werde ich mir auf alle Fälle nächsten Monat dann nochmal holen, ne? Das heißt dann auch ein paar weniger Comics wieder nächsten Monat, aber shit drauf, mir egal. Ne, jetzt ist es erstmal das. Und darum habe ich eben die Woche eben nur eben die paar Mosaik-Sachen gelesen und werde mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen, obwohl ich jetzt Urlaub habe, nicht hier großartig was weglesen. Also es wird dann eben jetzt mehr gespielt. Ne? Gut, ja, damit haben wir jetzt alles durch und dann sehen wir uns dann nächste Woche, hoffe ich zumindest. Außer ich bin so ins Spielen vertieft, dass ich euch vergesse. Dann habt ihr Pech gehabt. Ah, tschüss!